wir grüßen euch von dem Fluss Sakonya aus Borneo. Genau, wir sind jetzt im Tanjung Puting Nationalpark, ganz im Süden von Borneo. Und befinden uns gerade auf einem Boot. Ja. Und fahren hier 3 Tage. Und 2 Nächte. 2 Nächte durch den Dschungel, ja, auf den Pfaden der Orang-Utans, die hier leben. Und wir haben heute schon eine Dschungeltour geplant und vielleicht haben wir da schon Glück, die Orang-Utans zu sehen. Ja, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Tiere, also Krokodile, andere Affenarten und Vögel, natürlich. Es gibt so eine, ja genau, so eine Nashornvögel. Ja. Das ist auch ganz cool. Das wäre cool, wenn wir die sehen. Also wir sind gespannt, was wir hier alle sehen werden. Ja. Und werden unsere Augen offen halten und ja, es ist total aufregend und wir freuen uns schon ganz sehr. Ja. Und die sehen das nicht bei jeder Tour. Noch 5 Minuten. Ne? So, jetzt sind wir beim ersten Camp. Tanjung Harapan heißt das. Tanjung Harapan. Genau. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum wir Camp sagen. Genau, wir machen jetzt eine Dschungelwanderung zu diesem Camp und in diesem Camp werden nämlich die Orang-Utan gefüttert. Aber nicht, um jetzt uns als Touristen die zu zeigen, sondern es wurden gewisse Orang-Utans halt ausgewildert wieder, weil halt zum Beispiel sie ihre Mutter verloren haben, dadurch, dass ja hier in Borneo auch so viel Regenwald abgeholzt wird. Und bis sie dann wieder in die freie Natur kommen können, leben die ja sozusagen mit Menschen zusammen. Und dann kommen die meist in der Natur nicht ganz komplett frei zurecht. Und dafür haben die Fütterungsstationen und da werden die halt einmal am Tag dann gefüttert. Ja, und dann rufen die mit ihren Namen. Und ab und zu kommen sogar auch Wilde und die bekommen dann aber auch Futter. Ja. Genau, und so einer Station laufen wir jetzt eben und werden uns das mal anschauen. Jetzt immer näher und man hört schon die Ranger, wie sie die Orang-Utans rufen. Also offensichtlich sind wir gleich da. Oh ja, ich sehe schon einen.
wir haben sie gesehen. Voll cool und vor allen Dingen auch direkt so viele. Ja, Mütter mit Kindern. 3 Mütter sogar. Ja, den King. Dann haben wir den King des Dschungels gesehen, der sich auch ein paar Bananen abgeholt hat. Also richtig geil, alles, was wir uns erhofft hatten. Ja, und Melli war so begeistert, die möchte jetzt gleich einen Babyaffe haben. Definitiv. Das wird ein bisschen schwer, glaube ich, aber... Aber so süß, wenn die sich so festhalten und dann die Banane mal reinschieben. Ja, das ist echt süß. Ja, richtig niedlich. Und einmal hat der eine kleine Babyaffe einen anderen mit Bananen beworfen. Das war auch ganz lustig. Das war auch ganz lustig. Ja, also wir haben alles gesehen, was wir uns erhofft haben, schon am ersten Tag. Ja. Eigentlich können wir jetzt direkt wieder gehen. Nein. Machen wir aber nicht. Nein. Nee, machen wir auch nicht. Wir wollen noch mehr sehen. Nee, ja, aber richtig geiler Anfang auf jeden Fall. Ja. So, jetzt beim zweiten Camp ist das Besondere, dass die Futterstelle sehr, sehr nah an den Zuschauern sozusagen ist. Ja. Und damit die Orang-Utan uns ziemlich nahe kommen. Ja, bis zu 6 Meter. Ja. Ja, aber den Grund, warum es eigentlich so viele Camps hier gibt, wir müssen leise sein. Der Grund ist eigentlich ein sehr trauriger, denn es gibt leider unter den Orang-Utan sehr viele Waisenkinder. Denn viele Orang-Utan sterben durch die Abholzung und die Brandrodung auch des Regenwalds, der halt vollführt wird, damit Palmölplantagen gebaut werden können. Wir haben auch vom Flugzeug aus sehr, sehr viele Palmplantagen schon gesehen und waren erschrocken, dass man das schon so schnell, sofort, so heftig sieht. Als Leute aus dem Westen haben wir einen großen Anteil daran, denn der Bedarf an Palmöl wächst immer weiter und da muss halt der Regenwald dran glauben. Und es ist halt schön zu sehen, dass es hier noch so viele Orang-Utans gibt. Ja. Und auch, dass sich so gut um die gekümmert wird, aber dass das überhaupt notwendig ist, das ist eigentlich ein sehr trauriger, schlimmer Grund. Ja. Und das Heftige ist eigentlich, dass diese Orang-Utans sehr, sehr viel Liebe und das über Jahre brauchen, denn sie leben eigentlich bei ihrer Mutter bis zu ihrem 6. bzw. 8. Lebensjahr. Und wenn die jetzt als Waisen gefunden werden, brauchen sie halt genau diese Bezugsperson und einen Ersatz für ihre Mutter. Das heißt halt, man muss eigentlich, wenn die noch ganz klein sind, nicht 24/7 für die Kleinen da sein und eine Ersatzmutter sein und die versorgen und gewisse Sachen zeigen. Und das bedeutet ganz, 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 ganz viel Aufwand und Zeit. Ja. Und so ab dem 5. Lebensjahr geben sie die meist, also wildern sie meist die schon aus. Aber bis dahin ist das halt sehr, sehr viel Arbeit. Und es ist schön zu sehen, dass es hier auf Borneo noch so viele Camps gibt, die diese Arbeit verrichten. Ja, und so viel Liebe da hineinstecken. Thank you.
Genau, jetzt sind wir im dritten Camp. Und das ist das allererste Camp, was eröffnet wurde. Genau, es wurden eigentlich alle Camps hier von Dr. Galligas hieß die, gegründet. Die ist eine von drei weltberühmten Anthropologinnen. Die anderen sind Diane Fossey und Jane Goodall. Die forschen allerdings in Afrika an Orang-Utans, nee, eben nicht an Orang-Utans, sondern an Gorillas, Schimpansen und Bonobos. Ja, und die Dr. Galligas, die hat dieses Camp hier 78 gegründet. Aber die war schon vorher hier, also seit 71 ist sie eigentlich hier und lebt mit den Orang-Utans zusammen. Ja, und das Camp wurde nach dem Lehrmeister oder dem Professor von diesen drei Forscherinnen benannt und das ist der Dr. Leakey. Deswegen heißt es Camp Leakey. Die rufen hier schon wieder nach den Affen jetzt. Es ist wieder Futterzeit. Genau, voll cool. Oh Mann, das ist so faszinierend. Definitiv. Also, ja, mir fehlen die Worte. Es ist einfach so schön, die so nah zu beobachten zu können. Und es ist auch so faszinierend, einfach zu sehen, wie viele Bewegungsabläufe unserem so ähnlich sind. Also, die haben 97% der DNA, die wir Menschen haben. Also das merkt man auch. Ja. Aber das Faszinierende ist auch, dass in einem Areal lebt ein King. Und noch mehrere Weibchen mit ihren Babys und andere Jungtiere noch. Aber sie leben nicht miteinander. Also jedes lebt einzeln für sich. Und irgendwie ist das voll komisch. Das können sich auch viele nicht erklären, weil theoretisch sind diese Tiere sehr, sehr, sehr sozial. Und finden auch den Menschen sehr interessant und kopieren sogar sehr viele Dinge und sehr schnell von den Menschen. Und sind sehr intelligent auf jeden Fall. Ja, jetzt leider hier die Sonne schon unter und ja, und unsere Tour geht jetzt auch langsam dem Ende entgegen. Aber obwohl die Tour so teuer war, hat sie sich absolut gelohnt. Also das Essen war super, da wo wir geschlafen haben, das Boot, unser Guide, die Tour, einfach alles bombastisch. Ja, es war ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das Ganze, die zwei Tage hier. Ja, das war einfach nur richtig, richtig toll. Ja. Und was uns dieser Besuch jetzt vor allem gezeigt hat, ist, dass diese Kreaturen absolut schützenswert sind. Das wussten wir natürlich vorher auch schon, aber jetzt, wenn man diese Tiere echt so hautnah erlebt, merkt man eigentlich, was für ein Schatz das ist und wie man einfach alles dafür tun muss, dass diese Tiere noch weiter hier existieren können. Ja. Denn Borneo und Sumatra sind die einzigen Orte, wo es noch Orang-Utans gibt. Und es wird halt immer weniger, der Lebensraum wird immer kleiner, weil halt alles abgeholzt wird, damit Palmölplantagen gebaut werden können. Und wir haben vorher auch schon ein bisschen darauf geachtet, dass wir auf Produkte verzichten, die Palmöl enthalten. Aber jetzt machen wir es erst recht, denn ich möchte meinen Kindern irgendwann nicht nur Bilder zeigen können von diesen Tieren, von diesen besonderen Tieren, sondern vielleicht auch mal mit denen nach Borneo kommen und denen so ein Erlebnis geben, wie ich es jetzt hatte. Ja. Und vielleicht macht ihr das auch mal, einfach zu schauen, wo überhaupt überall Palmöl drin ist, weil selbst wir waren oft erschrocken, wo überall Palmöl drin ist. Und in Europa ist es auch festgelegt, dass das dick gedruckt sein muss. Also auf jeden Fall, vielleicht schaut ihr einfach mal drauf und schaut erstmal, dass ihr ein Bewusstsein dafür bekommt, wo überall Palmöl verarbeitet ist. Ja, also es gibt auch viele Webseiten, wo dann auch Alternativen sind und Apps. Aber es ist manchmal halt echt nicht so einfach, weil es unter anderen Namen auch oft auf der Verpackung steht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, Orang-Utans zu beschützen. Und weniger solche Produkte zu kaufen und damit das zu unterstützen. Definitiv. Ja. Es sind einfach nur faszinierende Tiere.